So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bitcoin-Update. Sonntagmorgen, wir haben, wie wir es erwartet haben, nicht allzu viel Bewegung, das ist ganz klar. Der Sonntagmorgen ist häufig mit weniger Liquidität bestückt. Vor allem auch, wenn wir gesehen haben, Freitag sehr viel Volumen, gestern relativ viel Volumen, vor allem für einen Samstag, aber dennoch auch hier ordentlich Bewegung dann auch reingekommen. Heute relativ wenige Transaktionen, klar, der Tag ist auch erst 8 Stunden jung. Nichtsdestotrotz erwarten wir bis zur Mittags-, Nachmittagszeit, dass wir uns sehr, sehr seitwärts bewegen. Das heißt, 35.000, 35.500 Dollar, vielleicht 34.600 Dollar sind so Preisbereiche, in denen wir uns letztendlich erstmal wiederfinden. Dann müssen wir letztendlich schauen, wie sich der Markt verhält. Wir brauchen definitiv, um hier so ein High-Risk-Asset, wie es eben Bitcoin oder der gesamte Kryptomarkt darstellt, auch einen gesunden Gesamtmarkt. Das heißt also, diese Risikotoleranz muss erstmal wieder steigen. Bedeutet, wir würden uns für stabilisierende Kurse bei den Kryptowährungen auch stabilisierende Indizes wünschen. Entsprechend steht und fällt der Erfolg der neuen Woche, vor allem mit der Performance von S&P 500, Dow Jones und DAX, allen voran natürlich die amerikanischen Börsen, die größeren und stärkeren Börsen. Und wenn sich die etwas erholen sollten, ja, wir denken an sowas wie den Turnaround Tuesday, wo letztendlich nach einem schwachen Freitag und sehr relativ schwachen Montag der Dienstag dann häufig für grüne Impulse sorgen kann. Das ist jetzt kein Konzept, mit dem wir unsere Trades platzieren sollten. Also das stammt wirklich aus einer Börsenzeit, wo es noch deutlich weniger Retail und private Trader gab, wo es deutlich weniger Broker gab, ja, wo der Markt deutlich weniger, ich will es mal in Anführungsstrichen, manipuliert wurde nennen. Aber es ist keine Marktmanipulation, es ist das, was dem Markt täglich widerfährt, nämlich Liquidität abgreifen und von Liquidität zu Liquidität rennen. Entsprechend bräuchten wir für diesen Impuls, der sich gerade so ein bisschen anzudeuten scheint, erst auf jeden Fall erholte Indizes, stabile Indizes, was dann auch diese High-Risk-Assets stützen würde. Wir sind in einem interessanten Bereich, darüber haben wir gestern gesprochen. Die 34.000 wurden gestern nochmal angetestet im Laufe des Tages. Dann letztendlich zum Abend hin etwas mehr Stabilisierung und jetzt 35.600 Dollar Befreiungsschlag auf gar keinen Fall. Ja, also ganz klar, wir sind abwärts gerichtet, aber allein schon charttechnisch gesehen haben wir mehr Potenzial für die Long-Seite. Ich denke, gerade nach so einem starken Momentum ist dann auch irgendwo Short-Positionen zu schließen und damit so einen kleinen, ich will es nicht Short-Squeeze nennen, weil ein Short-Squeeze häufig durch die Kaufkraft initiiert wird, aber zumindest, dass leichte Gewinnmitnahmen auch zu positiven Kursentwicklungen führen können, das ist jetzt hier mehr oder weniger zu erwarten. Und vor allem auch haben wir natürlich brutal abgegeben. Wenn wir uns einfach mal Ethereum anschauen, der war mal bei über 4.300 Dollar, ich glaube bei 4.400 Dollar und hat sich jetzt fast halbiert. Ja, sowas muss man sich mal wegtun. Bitcoin hat sich bei den 34.000 halbiert. Wir waren bei 68.000 Dollar und haben jetzt gestern die 34.000 Marke angetestet. 50% sind weg und das müssen wir uns mal geben. Ja, aber trotzdem auch da, es ist und immer wieder der Fall, hier haben wir 2021 gejubelt im Januar, als wir bei 30.000 waren. Jetzt sitzen wir hier und kauen uns auf den Fingernägeln, wo wir wieder bei 30.000 sind. Die Relationen haben sich einfach verschoben. Deswegen der klare Hinweis an dieser Stelle sein muss, da zieht Bitcoin gerade ein bisschen nach oben, der klare Hinweis muss sein, durchatmen, locker machen. Wenn der Investment Case und der Use Case von Krypto und Co. noch gegeben ist, hat sich eine Sache verändert, der Preis. Alles andere ist noch wie vorher. Ja, allein schon die, warum hast du investiert, was sind deine Perspektiven zur Investition, das sollte vielleicht gleich bleiben. Wenn das nicht gleich ist oder du es nicht weißt, dann hast du dir, sorry to say, aber dann hast du dir zu wenig Gedanken über dein Investment gemacht. Dann hast du dich übernommen. Aber letztendlich hat sich nur eine Sache verändert, der Preis. Und das ist ein wichtiger Punkt, der für deine zukünftigen Trades oder zukünftigen Entscheidungen in den Märkten sehr, sehr spannend ist. Auf Tagesbasis haben wir letztendlich diesen sehr interessanten Bereich hier angetestet. Wir sind wieder im Bereich des Hochvolumenclusters. Wir haben gestern darüber gesprochen. Unbefriedigenderweise größerer Preisbereich, ganz klar. Dennoch hier in diesem Preisbereich kann letztendlich eine Umverteilung stattfinden, weswegen ich davon ausgehe, dass wir durchaus ein bisschen auch brauchen, um uns hier erstmal zu stabilisieren, um uns langsam aber sicher hier letztendlich dann auch in ein Gefilde zu bringen, wo wir Stabilität bekommen und sehen, okay, langsam kann der Markt einen Boden finden. Genau wie hier, das wird nicht von heute auf morgen Rocket Science mäßig erfolgen, sondern das wird sich über Tage oder Wochen aufbauen müssen.
Aber wir schielen hier schon mal auf einen Hochvolumenbereich, der natürlich entsprechende Kaufkraft mit sich bringen kann und mit sich bringen sollte. Wenn das der Fall ist, sehen wir hier auf kleinerer Zeiteinheit, dass wir langsam eine Art Bodenbildung bekommen. Wir haben jetzt auf H4 diese kleine V-Spitze bekommen und auch hier relativ großer Schatten nach unten. Den haben wir gefüllt, den haben wir nahezu komplett gefüllt, nicht ganz, aber wir kennen es, dass eben der Markt, wenn wir solche Schatten bilden, häufig entweder knapp drüber geht oder knapp davor dreht und das ist hier passiert. Entsprechend haben wir jetzt hier diesen Schatten einmal abgearbeitet, wodurch wir sagen können, hier irgendwo hat der Markt jetzt schon mal seinen Support reingebracht. Wir sehen, der Kampf um diesen Preisbereich war groß, hier wurden die Verkaufsorder absorbiert, dann hat deutlich geringeres Volumen, deutlich abnehmenderes Volumen, das heißt weniger Transaktionen zu einem durchaus ansprechenden Bewegung nach oben geführt. Und wir haben eine ganz, ganz wichtige Marke, wenn wir mal reinzoomen, gefunden, nämlich diese hier. Das hier ist das Konterlevel. Und dieses Konterlevel hat die Verkäufer sehr, sehr lange Zeit sehr schön immer wieder abverkaufen lassen und hat die Käufer sehr stark regiert, nämlich da ganz klar gesagt, dieses Level ist dein Endgegner. Immer wieder, als der Markt versucht hat, dieses Level anzutesten, wurde der Markt rejected, bis es jetzt dazu gekommen ist, dass der Markt mit der aktuellen Kerze, mit dem aktuellen Impuls rübergewandert ist. Das heißt, eklatant für eine weitere Aufwärtsbewegung ist die Stabilisierung an und über diesem Level. Wenn wir uns oberhalb der $35.550 stabilisieren können und auch da mit der neuen 4-Stunden-Kerze schließen, die letztendlich gerade erst angefangen hat, deswegen siehst du gerade wahrscheinlich rechts, dass ein bisschen mehr Volatilität in den Märkten ist, du siehst, der Markt springt wieder ordentlich, dann sehen wir, dass wir deutliches Aufwärtspotenzial haben. Dann würden wir erwarten, dass sich der Markt langsam weiter nach oben fortsetzt, gegebenenfalls die 36K knapp überwindet, dann haben wir hier das nächste Konterlevel. Entsprechend würden wir uns dann im Bereich der 35,5 bis 36,2 etwas seitwärts aufhalten, bevor wir neue Impulse bekommen. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Akkumulationsbereich, an dem wir erkennen, dass wir neue Fake-Outs wieder letztendlich in den Märkten sehen. Wir müssen damit rechnen, dass bei einer Stabilisierung in dem Bereich der Markt Fake-Outs liefert und dann würden wir mit dem Impuls in der neuen Woche letztendlich die neue Richtung vorgegeben bekommen. Montag wird wahrscheinlich nochmal ein deutlicher Fake-Tag, ja, also ein Tag, der sehr, sehr viele Fake-Outs mit sich bringt und den Markt positioniert. Und dann werden wir möglicherweise mit kleinen Volumenimpulsen, großen Bewegungen erkennen, wo geht das Sentiment hin. Sehen wir, dass der Markt nach unten faked, sollten wir definitiv ein Level betrachten, nämlich das ist dieses dynamische Unterstützungslevel. Das hat den Markt gerade sehr, sehr schön regiert. Entsprechend sollten wir nicht mehr unbedingt unter die 35.000 brechen. Brechen wir nochmal unter die 35.000, dann haben wir einen sehr, sehr großen Impuls, der wirklich nochmal dazu führen kann, dass wir runter dippen. Das wäre für die Short-Seite dann wieder sehr, sehr stark. Sollten wir aber diese dynamische Unterstützung erstmal halten und uns mittelfristig zumindest darüber stabilisieren, dann sieht es für eine kleine Erholung nicht schlecht aus. Trotzdem, auch hier, der Aufwärtsimpuls ist so groß, das werden sich die Verkäuferinnen und Verkäufer nicht nehmen lassen, da immer wieder neue Impulse mitzubringen. Das heißt, mit fortschreitender Kerzenbildung nähern wir uns auch langsam wieder dem EMA 20 und der wird für so eine starke Trendbewegung mit großer Wahrscheinlichkeit ein wichtiger Anhaltspunkt darstellen, dass wenn wir uns nach oben bewegen, hier nochmal Rejection reinkommt und wir mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen Test auf die 35 bis 34K setzen. Der wird uns wahrscheinlich nicht erspart bleiben, von daher, wenn du reinkaufst, jetzt nicht erwarten, dass wir direkt dieses Reject, dieses Retracement nach oben bekommen, sondern wir brauchen unsere Zeit. Nach starken Impulsen haben wir immer unsere Konsolidierung. Nach starken Impulsen haben wir immer unsere Konsolidierung. Die bringen Fake-Outs mit sich. Das heißt, Erleichterung für uns, wenn du long drin bist, okay, er geht nach oben. Dann wieder die Ernüchterung, er fällt nach unten. Dann wieder vielleicht, okay, geil, mein Short-Trade läuft weiter. Dann wieder die Ernüchterung, er kommt nach oben. Damit sind wir jetzt schon gefeit. Das können wir jetzt schon absehen, beziehungsweise uns darauf einstellen. Und alles, was dann passiert, darauf reagieren. Gehen wir auf kleinere Zeiteinheit. Da draußen geht mir jemand unglaublich auf den Sack, weil es geklingelt wird die ganze Zeit. Fahrradklingel. Unglaublich auf die Klöten. Auf jeden Fall haben wir hier unsere langsame, aber sichere Aufwärtsbewegung. Wir haben jetzt hier unsere Traufe gebildet, dieses Rounding Bottom. Wir haben langsam unsere dynamischen Widerstände gebrochen und retestet. Wir haben es gesehen, höher geschlossen. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir müssen uns stabilisieren und konsolidieren, um einen weiteren Aufwärtsimpuls zu erlauben. Aber auch da, Achtung, wenn wir so ein Hoch abfaken, wir haben es mehrfach sehr, sehr erfolgreich und wirklich auch praktikabel besprochen,
sehen wir kein höheres Tief mit einer Stabilisierung, ist dieser Impuls ein Fakeout und der Markt schießt nach unten. Was letztendlich schon mal gut gefällt für Long-Impulse, abflachendes Volumen, deutliche, langsame Bewegung nach oben, das heißt, das Sentiment umverteilt sich oder ja, umverteilt sich, klingt einfach super falsch, erlebt eine Umverteilung und wird deswegen mit einem, ich sag mal, mit einem kleinen Vorteil gerade sich vielleicht etwas long bewegen, bevor wir den nächsten Short-Impuls bekommen. Ich rechne damit, dass wir uns heute seitwärts bewegen, leicht nach oben korrigieren, dann aber mit dem Sonntagabend oder Montagmorgen nochmal ins Wackeln geraten und uns dann langsam aber sicher stabilisieren und zumindest die 35 bis 37k Marke souverän wiederholen. Aber reagieren über Antizipieren, deswegen nicht zu viel vorhersagen, eher schauen, was in den Märkten passiert. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in diesen Sonntag. Viel Erfolg, gute Trades und wir sehen uns heute Abend wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, Kakao. Ja, das war komisch. Ciao, ciao.